Hallo, heute mache ich ein Tutorial über den One-Colored Master Morphix, über den Four-Color-Teil schon gemacht. Dies ist der einfache von beiden Würfeln. Beginnen wir mit der Notation. Wir haben wie immer drei Ebenen, wie beim 3x3. R, 90 Grad im Uhrzeigersinn. Und R' wäre 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Dann hätten wir L und L', U und U'. D und D', sowie noch F, oh, warte, so, ich halte ihn hier so, jetzt will er nicht, F und F'. Somit wären wir auch bei der Notation schon durch. Ein kleiner Hinweis, bei diesem Tutorial werde ich jetzt keine Algorithmen benutzen. Also ich werde sie vielleicht mal erwähnen und auch hinschreiben. Aber im Grunde genommen solltet ihr in 3x3 können. Dann werde ich mal hier mein Tutorial so einblenden. Damit könnt ihr das dann lösen. Ich werde es jetzt nicht zu genau beschreiben, weil das ist eigentlich nur ein 3x3. Sogar sehr vereinfacht, dadurch, dass er nur eine Farbe hat. Nun lösen wir diesen Würfel. Zuerst beginnen wir mit einem Plus. Ich sehe hier schon, die sind relativ gelöst. Dann drehe ich einfach mal die rechte Ebene so lange, bis ich da einen finde, der passt. Hier mache ich das gleiche, ich mache es einfach mal. Wenn jetzt hier ein Stein nicht dabei ist, der passt, dann nehme ich mir einfach einen anderen Stein aus der unteren Ebene und probiere den, bis halt irgendwann einer passt. Das ist jetzt nicht gerade schwer. Nun haben wir hier so ein Plus. Und dieses wollen wir jetzt auch noch ausrichten, denn hier diese Mittelsteine passen nicht. Einer passt. Wenn einer passt, dann drehen wir es einmal weiter hier oben die obere Ebene und sehen, 1, 2 und 3 passen. Nur noch einer ist falsch. Entweder es sind 2, 3 oder 4 richtig. Um die jeweilige Ecke zu drehen, nehmen wir uns diesen Kantenstein, drehen ihn auf die untere Ebene. Nun bewegen wir ihn hier zur Seite und sichern ihn uns hier. Denn nun können wir diese Mitte drehen, wie wir wollen, und unser Stein bleibt immer noch erhalten. Wir brauchen links eine hohe und rechts eine flache Kante. Links hoch, rechts flach. Wenn ich den Stein einsetze, sehe ich, dass er hier bündig ist. Ich drehe ihn mir nach oben. Und habe somit dieses Plus einmal ausgerichtet. Weiter geht's mit den Ecksteinen. Ich nehme mir einfach eine Ecke, die. Also hier brauche ich eine große Ecke, nehme ich mir die. Und bewege sie da rein mit R', D', R, D. Hier noch eine kleine Ecke. Und schon wäre es gelöst. Dann würde man den Würfel umdrehen. Und würde dann hier einsetzen. Um die zweite Ebene zu lösen, gucke ich mir an, was für ein Stein hier ist. Hier ist ein kleiner Eckstein. Bedeutet, die flache Seite muss nach links, also zu dem Stein hin zeigen. Hier zeigt die flache Seite dahin, rechts die hohe. In dem Fall würde nach rechts die hohe Seite gucken, wie wir sehen. Und das wäre falsch. Sondern die flache zeigt dahin und dann bewegen wir ihn dort rein. Wow. So, jetzt ist mir. Achso, nur die Kappe abgegangen. Die löst sich leider bei mir. Genauso wie hier so dieser Sticker. Jetzt habe ich den drin, hier fehlt noch einer. Flache Seite nach links. So, und jetzt will ich noch mal ein anderes Beispiel zeigen. Na. Das relativ schwierig ist, weil der einfarbig ist, ist das relativ schnell gelöst. Wir haben hier eine hohe Kante. Das bedeutet, wir müssen eine hohe Kante dahin zeigen lassen. In dem Fall zeigt keine flache Kante nach da, sondern wirklich eine hohe Kante. Ich nehme jetzt mal die. Die hohe Kante zeigt nach rechts zu der Eckstein. Und dann kann ich die paaren und dort einsetzen. Jetzt will mein Würfel gerade noch nicht. Alter.
Und somit hätten wir dann auch schon die ersten beiden Ebenen gelöst. Ich gehe mal direkt weiter zur letzten, also zur oberen Ebene. Man muss sich erst einmal vorstellen können, ob die Steine eigentlich richtig geflippt sind. Damit meine ich, der hat rechts eine hohe, links eine flache. Die beiden sind gelöst, also brauche ich die nicht beachten. Und gucke hier. Hier ist rechts bei der Mitte ein hoher und links eine flache Kante. Also könnte der theoretisch hier hingehören. Links ein hoher, rechts eine flache. Jetzt gucke ich mir die Mitte hier an. Links eine hohe, rechts eine flache. Das heißt, die könnten vertauscht sein. Natürlich gibt es aber auch Fälle, da kommt das nicht vor. Beispielsweise, gucken, ob ich jetzt den gerade so hinkriege. Ah, jetzt will es nicht. Ey, jetzt fühle ich mich aber verarscht. Weiter geht's mit der letzten Ebene. Es gibt zwei verschiedene Wege, die zu lösen. Einmal, wenn wir eine Waagerechte haben, führen wir den Algorithmus FRU-U-F' aus, also um aus einem Punkt eine Ecke zu machen. Die Ecke wird zu einer Waagerechten und daraus wird das Plus. Entweder wir nutzen den so lange, bis wir ein Plus haben, das gelöst ist. Also ich habe jetzt einen kompletten Würfel gelöst. Oder die andere Methode wäre, wir haben eine Ecke und würden dann das so lange ausführen, bis wir ein Plus haben. Wenn wir ein gar keinen bündigen haben, dann würden wir einfach das Ganze so lange ausführen, verschieden kombinieren, bis wir unser Plus haben. Als letztes würden wir noch die Ecken miteinander tauschen. Und dies ist auch relativ schnell getan. Wir müssen angucken, welche drei Ecken wir tauschen. Wir halten immer eine vorne, die heile bleibt vorne rechts, und drei werden getauscht. Wenn der dahin gelangen würde, der dahin, wäre der Würfel gelöst. Wenn ich mir mal so angucken würde, die flache Kante geht da rein, die flache geht raus und der hohe geht hier hin, wäre nicht gelöst. Genauso, wenn wir die drei hier tauschen, der geht dahin, der geht dahin, der geht dahin. Das bringt mir nichts. Wenn ich jetzt die drei tausche, bringt es mir auch nichts. Sondern erst, wie muss ich jetzt nochmal halten? Wenn ich die drei tausche, ich halte die hier vorne, der würde dahin gehen, der dahin und der dann. Erst dann würde ich den lösen. Und jetzt würden wir, um die Kanten zu tauschen, den Algorithmus U, R, U', L', U, R', U', L ausführen. Somit hätten wir den kompletten Würfel einmal gelöst.